Timelapses, wie diese hier, sind eine tolle Möglichkeit, Bewegungen in einer Landschaft oder in einer Stadt darzustellen. Mit den meisten Panasonic-Kameras, so auch mit der Panasonic GH4, ist es einfach möglich, diese Timelapses mit Hilfe von Fotointervallen in der Kamera selbst zu erstellen. Wie das funktioniert, das erkläre ich dir in diesem Tutorial. Ändere zunächst die Systemfrequenz der Kamera in den Einstellungen. Dies findet sich unter Setup. Hier muss entweder PAL oder NTSC ausgewählt werden. Nicht möglich ist das direkte Zusammensetzen der Bilder im 24 FPS Cinema Mode. Nach erforderlichem Neustart der Kamera wechsle mit dem Modirad auf der rechten Seite in den manuellen Fotomodus, beschriftet mit M. Am linken Einstellrad wähle nun den Intervallmodus am Ende des Rads aus. Drückst du auf den Menübutton, kannst du im Bereich Foto Zeitraffer auswählen. Stelle zunächst ein, dass du eine Zeitraffer und keine Stop-Motion-Animation erstellen möchtest. Eine Timelapse besteht aus Fotos, die immer in einem bestimmten Intervall aufgezeichnet werden und später zu einem Video zusammengesetzt werden können. Stelle aus diesem Grunde im nächsten Schritt das Intervall ein. Wähle dazu, wie der Abstand zwischen den einzelnen Fotos sein soll. Darunter stellst du ein, wie viele Fotos gemacht werden. Die Kamera berechnet automatisch, wie lange die Aufzeichnung dauern wird. Soll deine Timelapse zum Beispiel 5 Sekunden lang sein und dein Video hat beispielsweise 25 Bilder pro Sekunde, solltest du 125 Fotos machen. Du multiplizierst also die Bilder in der Sekunde mit den angepeilten Videosekunden. Drücke, um deine Konfiguration abzuschließen, auf Einstellen und drücke nun auf den Auslöser, um mit der Aufzeichnung zu beginnen. Dabei sollte die Kamera auf einem Stativ stehen oder sich zumindest nicht bewegen. Auch Hyperlapses sind nach diesem Prinzip, außer dass hierbei das Stativ bewegt wird, möglich. Am Ende wirst du gefragt, ob du die Timelapse erstellen möchtest. Du klickst auf Ja und wählst im anschließenden Dialog zunächst die Aufnahmequalität aus und kannst dort zwischen 4K und Full HD sowie unter Einzelbildrate den FPS wählen. Unter Sequenz stelle normal ein und hast du deine Einstellungen getroffen, klicke auf Ausführen, um das Erstellen des Timelapse-Videos zu starten, welches du anschließend als .mp4-Datei wiedergeben kannst. Viel Spaß beim Ausprobieren dieser kreativen Möglichkeiten und schau auch gerne nochmal auf tutorialcenter.tv für weitere spannende Film- und Videotipps und Tricks vorbei. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.